Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bzw. einem weiteren Stream zu Miitopia. Zuallererst, weil das direkt vor dem eigentlichen Stream gerade kam, bitte schickt mir keine Codes von euch oder Keys. Ich werde sie nicht nutzen. Also, ich werde keine Zuschauer-Mies verwenden. Das will ich mal vorab sagen. Und im Übrigen werde ich bei Miitopia nach wie vor ohne den Avatar spielen. Ich mache den nur für die Anmod und für die Abmod bei Miitopia an. Damit diese Themen geklärt sind. Ich wiederhole, bitte keine Codes reinsenden. Danke. Und vor allem nicht so detailliert, wie es gerade eben der Fall war. Wo wirklich komplett alles von ihm beschrieben war. Das können nämlich auch die falschen Leute ausnutzen. Aber trotzdem danke. So, und jetzt nochmal zurück zum eigentlichen Thema. Herzlich willkommen zu Miitopia. Beim letzten Mal lief es richtig gut. Ich habe im Nachhinein noch gesehen, dass es richtig gut ankam, das Spiel. Kann aber natürlich auch an dem Teil kam, der davor lief. Aber ich denke mal eher, dass es an Miitopia lag. Und meine Kollegen feiern Miitopia auch schon. So, ja, den Avatar mache ich ab hier jetzt wieder aus. Wir machen genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich habe unseren Kollegen hier eben kurz noch die meiner Meinung nach kurze Ausrüstung, die momentan verfügbar ist, verpasst. Und das Pferd auch nochmal ein bisschen angepasst. Ja. Damit wir alle bereit sind. Dave und Akaya sind in einem Zimmer, weil sie unbedingt Friendship brauchen und... Ich will mich ein bisschen mit dem Pferd anfreunden. Ich weiß noch nicht, was das Pferd kann, will ich an dieser Stelle erwähnen. Es ist schön, dass ihr was futtern wollt, aber es ist nur der Falterhonig da vom letzten Mal. Im Übrigen, ich habe das Spiel einmal offscreen gestartet, weil ich prüfen wollte, ob man die Amiibos nochmal verwenden kann. Und nein, kann man nicht. Aber komischerweise, ihr seht es, kriegt man trotzdem irgendwie... Für fast jeden Meter Spielhallentickets von irgendwelchen Bewohnern geschenkt. Finde ich zwar mega nice, dass man Tickets ohne Ende hat. Also, dass ich die nutzen kann. Aber irgendwie fühlt sich das auch teilweise gecheatet an. So, ich bin mal voll zur Hoffnung, dass das Pferd eine wertvolle Ergänzung fürs Team ist. Und jetzt gehen wir erstmal zu unseren Toad-Soldaten. Ich werde im Übrigen nur die wichtigen NPCs mit irgendwelchen Rollen besetzen. Und dann werden das auch so Alternativversionen von meinen Kollegen sein. Oder eventuell auch die normalen Versionen, je nachdem. Aber hier geht es zum Schloss anfangs. Bedauere aber nur... Oh, du hast einen Brief vom Bürgermeister. Entschuldigung, du darfst natürlich passieren. Ach, jetzt darf ich. Wir haben beim letzten Mal auf jeden Fall hier jeden Weg einmal gemacht. Haben uns hier komplett durchgeprügelt. Ich würde gerne an die Kiste daran, aber ich darf nicht. Und daneben mir steht Jesus. So, Pferdchen, zeig, was du kannst. Ja, nee, wir sind noch nicht mal ansatzweise da. Schaut mal, man kann das Schloss von hier aus sehen. Imposant. Ob der König wohl zu Hause ist? Ich habe noch nie einen König getroffen. Wie der König wohl so sein wird? Noch kein Gegner bisher. Hebel, Spielscheine. Ich würde mal sagen, Hebel. Spielscheine kann ich auch noch beim zweiten Run abholen. Du bist aber gut gelaunt, Yannick. Nee, Akaya ist gut gelaunt. Oh, da ist ein Hebel. Was haben wir denn hier? Yannick hat einen eigenartigen Hebel gefunden. Los, Yannick, leg ihn um. Ah, jetzt komme ich an die Kiste dran. Nice. Hurra! Ah, so lobe ich mir das.
Ja, es geht nicht über einen kleinen Sprint. Und wieder ein bisschen Falterhonig und Kobold schinken, den keiner mag. Oh, direkt noch ein Gegner. Nicht übel, oder was? Ich habe übrigens auch die Sprüche überarbeitet mit Sprüchen, die mir meine Kollegen zugeschickt haben. Abgesehen von Akaya, da habe ich den so überarbeitet, dass er zum Koch passt. Kann ich euch auch im nächsten Gasthaus also jetzt zeigen. Ja, Fädchen. Ich zeige es euch mal eben kurz. Team? Ich sag zum Beispiel Shiny, Shining sagt Bye. Yannick hat auch sein Tatake. Dave wollte bin ich ehrlich rufen. Und bei Akaya, unserem Koch, schreit er, na, schmeckt euch das? So ein bisschen wütend. Als ob hier ein Kunde sein Essen verschmähen würde. So, jeder will Ausrüstung. Ich habe bisher nur einen einzigen, nee, zwei Stäbe drauf bekommen. Wir können uns halt einfach gar nichts leisten. Was gibt's denn in der Spielhalle? Eine riesige Chance auf Luxustickets. Kann ich eigentlich mit dem Pferd auf eine Reise gehen? Ich würde es wissen. Wir werden es nicht erfahren, weil es eine fürstliche Portion Erfahrung erstmal gibt. Für Dave. Der einfach direkt ein Level-Up dadurch macht. Hallo? Habe ich jetzt aber was gegen Dave? Ah, eine HP-Banane. Von denen haben wir ja nur zu viele. Ah, ich kann's testen. Ja. Shiny. Ist ja keine Dame, der mich... Ah, okay, mit dem Pferd kann man nicht auf Reise gehen. Weil ich dachte, eventuell kann man auch mit dem Pferd so die Freundschaft steigern. Und noch ein Luxusticket. Na gut, nur Dave und Akaya sitzen in einem Raum. Hättest du auch verkaufen können für 1500. Dann hätten wir uns alle Ausrüstung leisten können. Ui, ja, das würde so geil sein. Ah, Dave freut sich ja richtig. Wow, gleich zwei Freundschaftsstufen. Okay, das war wirklich eine gute Reise. Kümmern und loben haben sie gelernt. Wenigstens kriegen wir auch die Pünktchenuniform. Ah, da kann ja auch noch ein Upgrade. Ich wollte sie gerade fast mir geben. Nimm sie in deinem Pink. Ja. Komm, ich brauche Geld. Wir haben gerade echt Geldknappheit. Deswegen will ich die Reisetickets für Geld haben. Soll ich jetzt nochmal die Erfahrung rausspringen, dann kriege ich die aber. So. Jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Geld. Dann können wir nämlich allen auch wieder etwas hier kaufen. Wie zum Beispiel mir meinen Eisenzauberstab, den ich dringend gebrauchen kann. Und ich habe natürlich eine AP-Banane gekauft. Akaya will einen Bock haben. Kriegst du den? Kaufst du ihn dir oder kaufst du dir eine Banane? Nee, er hat sich ihn gekauft. Ein wunderschöner Bock. Ja. Das ist seine Belohnung dafür, dass du diese Pünktchenrüstung trägst. So. Dave will zum Massenmörder werden mit einem Küchenmesser. Wird er auch? Und dann fehlt noch Yannick. Der möchte ein Bonbon-Rosa-Schwert. Och, Yannick, da kann ich nicht nein sagen. Das sieht wunderschön aus, das Schwert. Yannick hat mich heute übrigens gefragt, warum er eine Biene ist. Wir haben noch nicht so viele Rüstungen. Und das war halt die Kurse, die wir hatten. Ich wollte nämlich alle mal so optisch das Kurze anziehen lassen, was sie zurzeit haben. Erstmal geben wir mir wieder den mega guten Falterhonig. Shining liebt Falterhonig einfach. Und ich kann direkt zwei davon essen. Yum. Da freue ich mich richtig. So, die Banshee-Träne kannst du haben. Weil die mag Akaya. Die Wolkenwatte. Dave, magst du Wolkenwatte? Die hat's geschmeckt. So, den Falterhonig heben wir für mich auf. Tut mir leid, Dave, du musst da durch. Ich warte erstmal ab, was passiert, wenn man eine Freundschaftsstufe mit dem Pferd hat, bevor ich wieder mich mit irgendwie in ein Zimmer setze. So, wir müssten theoretisch eigentlich den Weg noch einmal ablaufen.
Aber erstmal holen wir uns, glaube ich, die Kiste, oder? Nee, warte mal. In der Kiste war bisher immer Ausrüstung drin. Wir machen jetzt erst den Weg nochmal. Hoffen, dass ich danach nochmal Rüstung für alle kaufen kann. Beziehungsweise Waffen. Und dann kriegen wir dadurch die beste Rüstung aller Zeiten. Ja, wir sind ganz schön auf Zack. Bisher hat das Pferd noch nichts gemacht, ist das Ding. Oh, eine Kiste mit Spielscheinen. Und Gasthaus. Freunde, schon wir mit dem Pferdchen. Was passiert jetzt? Reitangriff gelernt. Ein Angriff aus dem Sattel mit Potenzial für noch mehr Schaden. Oh, das ist ja schön. Ich will trotzdem meine Freundschaft mit Yannick jetzt erstmal ein bisschen steigern. Oder nee, ich will mit Dave ein bisschen steigern. Und Akai und Yannick dürfen sich anfreunden. So, Gold ausgeben. Alle wollen Kleidung. Ich will eine Lederrobe. Gekauft. Ja! Eine wunderschöne Robe in Blau. Och, Dave! Oh, da kann ich auf keinen Fall Nein sagen. Er will ein Küken werden. Ja, bitte kauf es auch. Ja, da kann man doch nicht Nein sagen. Na, Küken Dave! Reicht für den Einsatz. Und jetzt kriegt der Yannick seine Monsterrüstung. Die sieht auch mega cool aus. So, und er möchte alles in Rot oder Orange haben. So, bald der Honig für mich. Und wir prüfen mal, ob wir wenigstens die zweiten Banshee-Tränen schmecken. Nö. Weil das wäre schön gewesen, mal die Magie erhöhen. So, jetzt holen wir uns die Kiste. Los geht's. Ich lasse die Ebene hier mal komplett drin. Damit wir auch mal ein bisschen mehr von der Ebene sehen. Die wollen wir uns ja auch angucken. Öffnen. Und wer kriegt was? Der Dave. Och man, da hat er gerade so eine wunderschöne Küken-Uniform gekriegt. Oder nimmt er sowas? Nee, ich wollte nur Werte nehmen. Du kriegst gleich wieder dein Hühnchen-Outfit, ob du willst oder nicht. Ach, ich wollte die erste Ebene drin lassen. Und Banshee-Tränen für Akaya eigentlich, aber ich würde gern diese Banshee-Tränen essen, damit sich meine Magie einmal steigert. Ich habe 100 Leute gerettet. Die macht es Horst. Hab P-Streuer vergrößert. Jetzt kann ich 30 statt 25 und 15 statt 10 Mana heilen. Nice. Das ist doch schön. So, nur Yannick will eine Abenteuerrüstung. Und er kauft die sich auch. Sieht aus wie so eine Professorrüstung. Professor Yannick im Einsatz. So, und wir haben in der letzten Route nun eine Banshee-Träne erhalten. Und die esse tatsächlich ich, weil ich einen Magie-Punkt mehr haben will. Ich bin Magier, ich brauche das. Danach kann Akaya sie wieder haben. So, und jetzt natürlich das Wichtigste noch eben kurz. So, Hühnchen David. Ach, Dave ist im Einsatz. Ja. Also wirklich. Kriegt eine coole Rüstung, die wird ihm instant genommen. So, was macht der Typ? Das würde mich interessieren. Mann, Dave ist immer außer Puste. Na, 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 na. Oh, Bratpilze plus erhalten. Und wieder Gegner. Level up! Für mich und Akaya. Ja, die Geschichte gefällt mir auch richtig gut. Ja, hallo, wer bist denn du? Yum, yum. Oh, unglaublich! Dieser umwerfende Duft. Diese dezente, subtile Süße. Und dieser himmlische Abgang, der sich ich konnte es nicht schnell genug lesen. Gleich eine frischen Brise, die zärtlich über die fernen Hügel streift. Lass mich doch lesen. Oh, sei gegrüßt. Ich bin Jesus, der Reisegummi.
Oh, Hochkunst hebt auch mich in Sphären höchster Verzückung. Diesen Genuss muss ich einfach mit dir teilen. Greif zu. Ich habe Käsekuchen erhalten. Bon Appetit. Ja, vielleicht besetze ich die Rolle nochmal um. Mit Gordon Ramsay oder mit irgendwas in der Richtung. Ja, das Pferd ist gerade ganz einsam. Oh, das Pferd sucht nach mir. Ich komme. Aber erstmal müssen die beiden reden. Langsam, aber dafür gründlich. Yannick macht sauber. Das ist doch mal hilfreich. Das ist eine tolle Freundschaftsbeziehung. Yannick putzt und Akaya guckt nur zu. So, und ich habe das gehört. Ich habe gehört, ein Pferdchen sucht nach mir. Hast du auch brav alles weggefuttert? Wollen wir doch mal sehen. Der Eimer ist leer. Da hat aber jemand ordentlich Appetit gehabt. Oh. Ein schönes Event. Stufe 2. Nee, Level 3. Aufsatteln gelernt. Wer den müden Füßen eine Pause gönnen will, schwingt sich aufs Pferd. Ja. Kann ich jetzt immer das Pferd reiten? Auf jeden Fall gehe ich erstmal wieder zu Dave. Wir haben sehr viel zum Futtern da. Zum einen Käsekuchen. HPMP. Ich probiere es als erster. Hochzufrieden. Ich habe gehört, ich habe keine Freunde. Na gut, eigentlich Yannick auch. Der ist auch hochzufrieden. So, wir haben gelernt, Akaya liebt Pilze. Unglaublich lecker. Er liebt sie. Er könnte diese Pilze heiraten. Kriegst direkt noch mal welche. So, er ist satt. Und den Schleimgelee kriegt Dave. Oh, eine Anzugrobe. Die sieht aus wie eine der Roben von Harry Potter. Ich bin bereit, nach Hogwarts zu ziehen. Die ist sogar standardmäßig im Blau. So, wenn ich Alternativversionen brauche, dann dauert das ein bisschen. Ja, ich brauche ein paar Leute hier. Okay, Prinz von nebenan, arrogantes Mama-Kind. Okay. Oh Gott, ich brauche 4 Rollen. Das dauert einen kurzen Moment. König Ray. Wie gesagt, ich mache Oskin. Ich mache von den beiden Oskin auch noch eine andere Version. Aber jetzt erstmal dürfen sich Mirko und Sherpa um Schwänzen schlagen. Also die beiden lieben sie. Ich weiß nicht, wer diese Liebe gewinnen wird. Ich nehme mal eher an, dass Sherpa gewinnen wird. Aber wir gucken mal, wie das ausgeht. Ich finde die Story, die ich hier gemacht habe, richtig gut. Und ich glaube, Yannick findet sie auch gerade richtig nice. Ich habe sonst nicht genügend Rollen. Na, meine Top-Soldaten, wie geht's euch? Na, Shining, was siehst du da? Willkommen, Abenteurer. Und da haben wir unseren König Ray. Ich finde das Theme gerade im Hintergrund auch richtig gut. Welchen Umstand verdanken wir die Ehre? Der dunkle Fürst hat die Stadt anfangs überfallen. Und dieser Schurke hat die Gesichter der Leute gestohlen, sagst du? So was Lächelndes haben wir. Ah? Oh ja, wir kriegen einen Alternativ-Dave-Boss. Hilfe! Dave hat sein Gesicht verloren. Das Gesicht des Königs wurde gestohlen. War ja irgendwie klar, dass irgendwas in der Richtung passiert. Dann gehen wir mal den alternativen Dave retten. Rette den König. Na? Wieso so ohne Gesicht? Ja, der sagt mir jetzt nur, dass es da hinten ist.
Warte mal. Sollte hier nicht auch irgendwo eine Prinzessin sein? Ist sie da drin? Da darf ich nicht rein. Über Yannick, du darfst dich freuen. Du hast jetzt eine bessere Rüstung an. Du hast eine Monster-Rüstung. HP-Bananen sind sowas von lecker. Die sind so schön weich. Die sind süß und doch nicht zu süß. Könnt ihr eine ganze Badewanne voller HP-Bananen verputzen. Was haben die alle nur mit ihren Bananen? Na dann zeigen wir mal, was wir drauf haben. Dave ist immer irgendwie so negativ. Oh, mein neuer Gegner. Ein Maulwurf. Dave legt erstmal eine Falle. Der Maulwurf wirft Yannick einen Stein ins Gesicht. Yannick, ich habe gehört, du brauchst einen Schönheitsschlaf. Schlaf mal eine Runde. Ich habe Yannick geheilt. So, Yannick hilft Akaya. Oh, der Maulwurf kann ausweichen. Och, Dave, nicht heulen. Ich setze dich ja schon in die Auszeitzone. Heul dich da hinten ruhig aus. Aua. Das war jetzt aber nicht ein Blitz. Hier kriegst du einen Blitz von mir. Yannick ist entspannt. Ist er schon nicht munter? Auf geht's. Sprunghieb. 34. Yannick, übertreib halt. Das ist der höchste Schaden bisher. Oh, und ein Deli-Becher. Hm. Den hatten wir einmal bisher. Aus dem Café haben wir den mitbekommen. Oha. Yannick hat eine mysteriöse Flasche getrunken. Was jetzt? Hm. Will Yannick sie trinken oder nicht? Komm, Yannick, probier mal. Das riecht aber komisch. Trotzdem trinken. Los. Doch nicht in den Hals. Puh, hier erfrischend. Wenn ich sage, du trinkst das, dann trinkst du das. Bei Nacht sieht die Ebene hier auch wunderschön aus, ne? Erste Entspanntaktion. In Deckung gehen. Hey, was machst du denn da? Yannick! Was soll das denn? Du machst Akaya noch wütend. Also wirklich, versteckt er sich einfach hinter Akaya? Was soll denn das denn? Sag mal, können wir diesen Drecksmaulwurf auch mal irgendwann treffen? Der hat so wenig Leben. Geht doch. Wir haben ihn down gekriegt. Den ultimativen Maulwurf. Oh, Yannick hat Ohrfeige gelernt. Hol einen verwirrten Freund zurück in die Realität. Automatisch. Oh Gott, Yannick schlägt uns jetzt alle K.O. Und Gasthaus. Ein Brief. Krieg ich schon wieder Spielscheine? Ja. Nee, Ausflugstickets. Hm. Dave, hast du Lust auf einen Ausflug? Wir beide? Gehen wir beide nochmal angeln? Oder wollt ihr da oben? Ich war noch nie angeln. Komm, wir gehen angeln. Lass uns angeln gehen. Dave, du bist echt cool. Ey, nochmal zwischen den Zeilen zu lesen. Okay. Soll mir das irgendwas sagen, Dave? Ich hab einen echten Riesen-Oschi. Dave, hilf mir. Nicht locker lassen, bitte. Lass uns reinfallen. Ich hab die Angel gegen den Kopf gekriegt. Ich hätte es lustiger gefunden, wenn wir reingefallen. Das wäre mega lustig gewesen. Krankenbesuch. Besuch einen Freund in der Ruhezone und beschleunige die Heilung. Also wenn Dave jetzt am Rumflinnen ist und ich ihn da reinstecke, dann gehe ich ihm ab und zu besuchen. So, ihr beide wart schon so oft am Strand, ihr dürft jetzt in die Bücherei.
Gefühlt ist das Spiel eine einzige Fanfiction, ne? Beziehungsweise fühlt sich bisher so an. Ist das Buch gut? Yep. Dann will ich es auch mal lesen. Kein Problem, lesen wir es einfach zusammen. Ich sehe schon, ihr habt Spaß. Kann ich umblättern? Warte, bin gleich soweit. Also, ihr habt Spaß dort gehabt. Und ihr habt auch den Krankenbesuch gelernt. Ein Teufelstörtchen. Die Liebecher kann Yannick haben. Der braucht Tempo. Ihm schmeckt es zum Glück auch. Ein Teufelstörtchen. Lecker. Ist MP und Magie, das kann ich am ehesten gebrauchen. Dann wollen wir mal an den Strand. Yay! Ich bin immer gut gelaunt, Yannick. Und schon gespannt, was wir am Strand erleben. Ach, wir trainieren. Das kennen wir schon. Und wir haben Loben gelernt. Wir können uns gegenseitig buffen. Ja. Immer schön. Gorilla Shake. Den hatte ich auch noch nie. Oh, HP und Angriff. Ja, guten Appetit, Yannick. Irgendwann finde ich, was das dir schmeckt. So, nur Akaya wie eine neue Uniform, eine China-Uniform. Klingt rassistisch. Dass die auch genauso aussieht. So, er kriegt sie in Schwarz. Das ist seine Farbe. Dann mal weiter, wir müssen noch einen König retten. Aber man muss halt im Gasthaus auch mal gucken, was man so alles machen kann. Es gibt eh nur einen Weg, ne? Okay, ich kann da hinten offenbar alles skippen. Na dann, auf zum König. Gut gemacht, Yannick. Okay, die reden gerade aneinander vorbei. Oh, das Pferd macht mal was. Pferd. Reitangriff. Auf Benji B. Erster Beistand. Reitangriff. Nice. Endlich habe ich das Pferd mal im Einsatz gesehen. Den Rest hat Yannick weggereckt. So läuft fast jeder Kampf ab. Entweder ich oder Yannick kriegt alles weg. Und wieder Benji drehen. Nach rechts. Also nach unten. Asche, Asche. Was ist denn da im hohen Gras, Yannick? Was mag das sein? Nachschauen. Da hat sich doch klar dein Affe im Gebüsch versteckt. Dafür ließ eine halb aufgefutterte HP-Banane fallen und rannte davon. Dann ist das jetzt wohl meine. Janik hat eine HP-Banane. Janik und seine Bananen. Er findet sie haufenweise. Und eine Kiste mit einem Gegner, glaube ich, drin. Da war eine Falle. Ja, Gegner. Mit Gelee ist drin. Ach, dann ist es ja nicht weiter schlimm. Siegreich waren wir mal wieder. Und Schleimgelee erhalten. Wieder eine Abzweigung. Ja, gehen wir mal geradeaus. Gasthaus! Akaya, was machst du da? Der tanzt hier in diesem Schlafbildschirm. Ey, mal so im Übrigen. Ich spiele hier noch nicht ganz so lange, ne? Und dieser Bildschirm taucht jetzt wirklich schon recht häufig auf. Also, Spiel. Du musst nicht übertreiben mit den Pausen. Oh, eine Möhre und ein Apfel. Was hat das Pferd lieber? Die Möhre. Und ich gönne mir den Apfel.
habe mit dem Pferd zusammen gegessen. Und die Beziehungsstufe ist gestiegen. Wir sind jetzt Bekannte, aber wir haben keine Fähigkeit gelernt. Ich will einmal einen hochzufriedenen Yannick beim Essen sehen. Er war bisher nie glücklich beim Essen. Haben noch, glaube ich, zwei Teile vor uns, bis der König auftaucht. Ich gehe doch nichts über einen kleinen Sprint. Ja, da hast du recht, Akaya. Shining mag Dave. Aber Yannick findet Dave ebenfalls toll. Ist irgendwas? Nö. Nein, alles super. Okay, wir haben uns um Dave gerade gestritten. Auch super. Boah, ich muss diese Ebenen so oft ablaufen. Auf zum Gasthaus. Da kommen wir gerade her, Akaya. Oh, mein anderer Falter. Ein Giftfalter. Hat der irgendwas Besonderes? Er hat auf jeden Fall einen Schlag von Dave überlebt. Ich schlag mal normal drauf. Ich will mal sehen, was er kann. Außer Yannick insta-killt ihn jetzt. Mann, Yannick, ich wollte sehen, was der kann. Weiter ohne. Ja, wieder was für mich. Was Yannick heilen kann, ich schon lange. Ja, das weiß ich schon. Das wusste ich tatsächlich. Ich fühle mich spitze. Was macht Dave da? Dave, was machst du? Warum gucke ich so komisch? Wir haben offenbar einfach Spaß. Diese Momente finde ich so lustig. Es wird dunkel. Langsam Zeit zum Schlafen. Oh, wir campen. Auch mal was Neues. Ist zu gefährlich, wenn alle zugleich schlafen. Jemand muss aufbleiben und Wache halten. Wer will den Wache halten? Wer schätzt das vielleicht mal zur Abwechslung entscheiden, wenn hier schon so viele drin sind? Yannick will. Dann bleib ich wohl mal auf. Yannick sieht müde aus. Ja, Yannick, du regelst. Du bist eingeschlafen, glaube ich. Und dann kam der Morgen. Nur noch 5 Minuten. Yannick schläft. Ich wusste es. Mann, Yannick. Hast du nicht gesagt, du wolltest hier das regeln? Stattdessen pennst du. Oh, das Pferd hat es weggetreten. Endlich sehe ich, was der Giftfighter kann. Er hat Dave angenießt. Yannick ist mal wieder happy. Wer wird gefüttert? Dave! Dave wird gefüttert. Yum. Köstlich. Und wieder ein bisschen Essen für uns alle. Eine Kiste. Nehmen wir. 400 Geld. Können wir endlich mal was kaufen. Und Gasthaus. 4 ein Brief? Sag mal, wie viele Briefe kriege ich denn? Wieder ein Ausflugsticket. Yannick, ich habe gehört, wir gehen ins Kino. Lass uns ins Kino gehen. Hoffentlich schlafe ich nicht wieder den ganzen Film über. Du solltest dir mal die Haare kämmen. Von mir aus. Was für einen Film sehen wir uns eigentlich an? Ein Horrorfilm. Ich habe jetzt schon Gänsehaut. Wir sehen sehr glücklich aus. Können wir uns bitte nicht so umarmen? Ruhe im Kino sein!
Die anderen beschweren sich schon über uns, Yannick. Ich finde diese Aktion immer richtig lustig. Helfen gelernt. Ja, jetzt helfen wir uns endlich gegenseitig. Ich sehe das Emoji nicht ganz. Ah, du hast auch so ein Emoji gerade reingeschickt. Bei ihm B-Bonbons. So, und das Pferdchen will noch mit Dashie unterhalten. Kriegt es wieder eine Möhre? Ja, Dash bringt dem Pferdchen wieder eine Möhre. Wir alle schleimen uns bei diesem Pferd aber ordentlich ein. So, jetzt sollte Dave doch auch den Reitangriff machen können, oder? Ja. Jetzt kann er auch den Reitangriff. Will irgendwer was gekauft haben? Ich möchte einen eisernen Zauberstab und Akaya will eine Geschenkuniform. Die sieht auch schön aus. Aber ich hänge irgendwie mit den Stäben hinterher, deswegen brauche ich erstmal. Das ist ein cooler Stab. Let's go! Ich könnte noch eben kurz gucken, was es in der Spielhalle zu gewinnen gibt. Ich habe ja eh zwei Scheine. Komm, Janni, wir gehen auf noch eine Reise. Was hältst du davon? Ich hab's gecallt. Reisepass, Gate, frische Unterwäsche, Safety-Stick, hurra! Komm, die Reise geht los! Ich bin total kaputt von der ganzen Reiserei. Aber so toll, oder? Das war doch eine tolle Reise, Yannick. Guck, wir haben eine Freundschaftsstufe. Genau eine. Krankenbesuch, ja. Okay, nochmal spiele ich nicht, weil die Chance auf das Ticket viel zu hoch ist. Und das jetzt nicht so viel bringt. So, und jetzt sollten wir eigentlich einen Dave-Bus freigespielt haben. Ja, genau dort war das Gesicht vom König. Bin gespannt, auf was für Monster das klebt. Los geht's! Und Dave, wir sind gerade aus dem Gasthaus raus. Das sagst du doch immer. Da hat Akaya recht. So viel dazu. Und ein Level-Up für Dave. Aber keine neue Technik. Und der Dealy-Becher. So, jetzt lasse ich die wieder spenden. Eine Kiste. Mit einem MP-Bonbon. Corby, wie den Date-Boss. Ich will meinen Schlachthof führen. Ja, dann schrei den noch raus, Yannick. Da ist das Gesicht des Königs. Hilf uns doch jemand. Auf einem Golem, oh ja. Der Rave-Golem. Das Gesicht passt 1A. Oh, ich habe das Pferdchen bereit. Das ist doch ein toller Boss. Den bekämpfe ich gern. Ja, ins Gesicht. Oh, ganz ruhig. Komm, Yannick, mach doch mal deinen Sprunghieb. Den könnten wir hier gerade echt gebrauchen. Das ist doof, ich kann die ihre Aktion nicht eigenständig machen lassen. Das müssen die von sich aus tun. Also ich kann es nicht aussuchen. Wenigstens habe ich mit Akaya im Kampf eine Freundschaftsstufe und dadurch heilen wir uns. Jetzt können wir uns auch loben. Loben ist bisher das Schönste. So, ich bin lässig und weich aus. Und ein Dave reitet jetzt einmal. Ist aber auch nur das Treten. Nee, ich glaube, mit meinem Feuer mache ich mehr Schaden. Nee, tatsächlich macht das Pferd mehr Schaden. Oh, wir helfen beide Yannick bei seinem Sprungheb. Alter Schwede, machst du viel Schaden, Yannick. Der Boss ist schon tot. Wir haben Dave gekillt. Wir leben noch. Dieser Space. Ja, habe ich gut kreiert. Ganz toll gekämpft. So, 50 Bonuserfahrungen. Hier an Yannick, weil der am weitesten hinten hängt. Ja, das Gesicht des Königs ist zum Schloss zurückgeflogen.
So, Dave und das Pferdchen haben sich wieder ein bisschen mehr angefreundet. Das Aufsatteln würde ich auch gerne mal sehen. Okay, Dave und das Pferd machen wieder was. Der macht sauber beim Pferd. Knabber den Hahn, bitte. Ach, wäre das jetzt ärgerlich, wenn mich hier ein Pferdepopo... Ich konnte es nicht ganz lesen. Er macht weiter sauber. Hätte ja klappen können. Ich konnte das mit dem Pferdepopo nicht zu Ende lesen. So, was machen wir beide, Yannick? Wie magst du eigentlich ganz besonders? Was? Das verrate ich doch nicht. Was? Sag schon. Was? Niemals. Na gut, dann ich. Puh. Fast hätte Yannick es herausgefunden. Ich kann doch nicht sagen, wie ich am liebsten habe. So, Yannick will eine Wollrüstung. Kann ich mir nicht leisten. Ich will auch eine Wollrobe. Boah, und die Akaya will eine Orakelpfanne. Die sieht ja nice aus. Nur doof, dass ich mir keins davon leisten kann. So, wir haben einen Golem-Steak bekommen. Das erhöht den Angriff. Yannick, bitte. Die hat bisher noch nie irgendwas richtig gut geschmeckt. Obwohl doch, der Deli-Becher. Aber nicht so sehr, wie der Akaya seine Pilze liebt. Das haut ihn immer fast vom Stuhl. Mag Dave den? Hochzufrieden. Er mag ihn genauso sehr wie Yannick. So, wir müssten eigentlich jetzt noch ein paar Ebenen eben kurz ablaufen. Hier im Wald. Da haben wir ein paar noch zurückgelassen. Und ich würde gerne wissen, was auf dem Weg noch zu finden ist. Außerdem will ich wissen, wie ich an die Kiste da dran komme. Ich habe das Gefühl, ich muss hier noch ein paar Mal öfter lagen. Das Gefühl soll sich bestätigen. Machen wir erstmal den unteren Weg komplett. Hm? Oh, um Gottes Willen, was ist denn hier passiert? Oh! Das war nur ein Traum. Yannick hat aus Versehen ein Nickerchen gemacht. Wie macht man aus Versehen ein Nickerchen? Yannick! Vor allen Dingen, warum träumst du von mir in so einem Ausmaß? Das musst du mir erklären. Ich erwarte Erklärungen. Level up für Shining. Und einmal für Akaya. Scharfe Speise. Fütter einem Freund Scharfes und lass ihm Flammen spucken. Oh Gott, bitte fütter mir das nicht. Ich muss die Ebene, glaube ich, noch ein, zweimal ablaufen. So, wir beide haben Stufe 8 erreicht. Geben gelernt. Spendiere einen Freund, der keinen hat, einen kleinen Imbiss im Kampf. Oh, das ist ja nett. So, wir können uns immer noch nichts leisten, oder? Doch, Dave kann sich eine Piratenkluft leisten. Na, 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 One Piece. Er möchte ja alles in Blau haben, also kriegt er Blau. Du hast verpasst, wie sich Yannick einfach denkt. Ich muss aufs Camp aufpassen und schlaf einfach ein. Um deine Frage zu beantworten, Sunny. Ein Gesicht noch. Dann haben wir den nächsten Streuer, also den nächsten Bonus. Level up für Yannick. Könnt ihr auch mal Techniken kriegen? Das ist ein interessantes Bild, was ich da auf der Karte sehe. 3 Spielscheine. Ja, jetzt habe ich wenigstens wieder ein paar zum Verballern. 150 Leute. HP-Streuer vergrößert. 35... Ah, okay, der MP-Streuer verbessert sich nicht immer mit. Nächstes Mal 200 Leute, hau rein, tschüss. Was will Akaya? Ich will in das Zimmer von Shining gehen. Akaya vermisst mich. Ich werde gesucht. Ich komme ja schon. Wir haben heute richtig viel Zeit. Ich denke, es ist Zeit für einen neuen Look. Hä? Bin gleich wieder da. Okay, Akaya, bin gespannt. Tada! Um Gottes Willen! Was hast du dir denn da angetan? Man erkennt dich kaum wieder. Ja, das würde ich wirklich sagen. Das ist meine Friese. Wir haben eine riesige Chance auf eine Wüstenkluft. Ich denke, ich spiele einmal.
Wenn auch nur ganz knapp. Oh, er wird ein Arabe. Nein, nicht mir, Dave. Im Blau. Da hat sich, glaube ich, aber gerade nicht viel geändert. Ich könnte nochmal spielen und die Wüstenkluft verkaufen. Danke fürs Geld. 730 gibt die. Okay, ich warte noch ein bisschen, bis ich um die 1500 oder irgendwas in der Art dafür kriege. Ja komm, dann kriegst du wenigstens auch dein Keramikdeutsch. Ich will, dass du mal richtig rasierst. So, ausrüsten. Und dann gehen wir jetzt zum Schloss. Ich bin es schon gewohnt, die B-Taste gedrückt zu halten. So, dann gucken wir mal, was hier passiert. Na, meine Todsoldaten. Das Gesicht geirrt an seinen Platz zurück. Zack. Welch glücklicher Moment. Okay, ich spule mal ein bisschen. Na, da pustet ein bisschen Dave, ne? Hä? Wir gucken alle sehr lustig. Unser Gesicht ist zurück. Das königliche Antlitz ist wiederhergestellt. Danke, danke, danke. Hier ein Zeichen königlicher Dankbarkeit. 1500 Gold. Preiset den König. Er ist großzügig. Er gibt mir Geld. Jetzt muss ich nicht mehr in der Gosse schlafen. Auf den Schrecken haben wir uns eine kleine Verstärkung verdient. Motz, motz. Ich was ab? Mit dem dunklen Fürsten Zol ist sicher nicht zu spaßen. Solange er sein Unwesen treibt, werden wir nicht zur Ruhe kommen. Geh und warn die Prinzessin. Wir werden inzwischen Njom Njom. Oh, wir treffen jetzt endlich die Prinzessin. Ich werde so einen Lachkrampf kriegen. Hallo, Prinzessin. Hm? Hallo, Prinzessin Sven. Hallo, Sven. Na, du bist aber eine gute Prinzessin. Der dunkle Fürst hat die Stadt anfangs überfallen. Wozu? Schäfer, geht es hoffentlich gut, oder? Entschuldige bitte. Ich mache mir große Sorgen um einen Freund in der Stadt. Könntest du dich für mich nach Sherpa umsehen? Nein. Verstehe. Hoffentlich ist er in Sicherheit. Natürlich helfe ich ihm, keine Sorge. Das ist 1:1, Sven. Dann teile ihm bitte Folgendes mit. Sven macht sich große Sorgen um ihn. Du hast die Quest von Prinzessin Sven angenommen. Ich fühle mich gerade irgendwie ein bisschen mies. Aber ich kann das Lachen nicht aufhören. So, jetzt würde ich aber eben kurz noch schnell die letzten zwei Ebenen hier. Wenn es nach mir ginge, würde ich aber eben kurz noch mal in die Bearbeitung gehen und zumindest eben kurz noch das Gesicht von Sven noch mal ganz kurz bearbeiten. Weil ich ihm gerne ein Grinsen geben würde. Ich finde, das wäre sogar noch lustiger. Ankerchen gelernt. Gemeinsam mit einem Freund erholt er sich in Ruhezogen gleich viel besser. Yannick will das immer von Akaya. Und Akaya will halt immer zu mir. Aber kurz, einen Moment. Oh, kann ich so nicht. Okay, dann wird er bei dem Gesicht bleiben müssen. Ich wollte ihm noch so ein dickes, fettes Grinsen verpassen, aber das muss ich offscreen machen. Na gut. Yannick, hier, dein heißgeliebter Akaya. Ihr vermisst euch ja schon so sehr. Und Yannick kauft schon wieder ein Geschenk. Mann, warum kriege ich nie ein Geschenk ab, Yannick? Ich will auch mal. Ich habe was Tolles für dich gefunden. Hier, bitte. Ah, steck dir mein Gesicht. Wirklich für mich? Ein Silberring. Wow. Akaya freut sich sehr. Er hat sich aber wirklich gefreut. Ich find's immer noch gruselig, wie Yannick immer guckt. Oh je, Shining mag Yannick und hat's gesehen.
Immer nur Akaya, das ist nicht fair. Shining ist eifersüchtig auf Akaya. Ja, wie immer. Ich bin immer eifersüchtig. So, ich will immer noch die Wollrobe und Akaya will seine Orakelpfanne, die kriegt er auch. Er hat sie auch gekauft. Wunderschön. Und die sieht einfach mega cool aus. Beide Werte auf 40. Das habe ich auch bisher noch nicht gesehen, dass die gleich sind. So, und dann gönne ich mir noch die Wollrobe. Wunderschön. Bin für Weihnachten perfekt gekleidet. In Blau. Weißt du, jetzt gibt es die Orakelpfanne so zu gewinnen, ne? Das Ding ist, die Orakelpfanne ist fast 1000 wert. Ja, jetzt kann ich wenigstens wieder ein bisschen was kaufen. Geht ja nicht mit rechten Dingen zu, dass ich so extrem viel MP habe. Dass es mir im Kampf einfach nie das Mana ausgeht. So, ab nach oben. Ich hoffe, ich muss hier nicht 10.000 Mal lang. Na Dave, was haben wir für ein Event? Wie frisch die Luft hier ist. Ich könnte den ganzen Tag hier stehen und nur atmen. Danke, lieber Wolf, für all die frische Luft. Ja, ihr seid die Besten. Wir reden mit Bäumen. Das ist dann gestern. Mann, oh Mann. Du hast doch gar nichts gegessen. Nein, ich muss hier öfters durch. Die Exzentrikerpfanne. Kannst du haben. Wisst ihr was? Ich mache die restlichen Szenen hier, glaube ich, offscreen. Damit wir ein bisschen mehr wieder vom Plot haben. Weil ich will nicht ewig lang Ebenen erkunden. Ich will auch ein bisschen Plot haben. Aber ich weiß, dass es halt wichtig ist. Ich habe mein Kabel rausgerissen. Entschuldigung. Ich wollte sagen, es ist wichtig, alles zu erkunden. Weil man halt währenddessen nun hier alles steigert und halt auch Kisten ohne Ende findet. So, wer will was? Yannick wird immer noch die Wollrüstung gekauft. Eine wunderschöne Rüstung, Yannick. In Orange. So, und Dave wollte auch noch eine Wollkluft. Wenn das so weitergeht, sind wir gleich die Wollgang. Er wollte halt auch in Blau. Das haben wir schon gelernt. Lumpen? Nein. So, wir machen jetzt Plot. Ich habe viel zu viel heute mit Ebenen erkunden verbracht. Was bist du denn für ein Vieh? Was ist denn das für ein Vieh? Goldploing. Du droppst wahrscheinlich richtig viel Geld, oder? Ey, komm, Yannick, das Vieh eben, das musst du bitte recken. Du reckst doch sonst immer alles. Reck es weg. Ich will Geld. Brauche es. Lag ich wenigstens richtig, dass es wie Geld droppt? 500 Gold, ja, ist annehmbar. So, wo ist Sherpa denn? Sherpa, wo bist du? Die will was von mir. Hör mich an, Abenteurer. Gürkan ist verschwunden. Ich habe ihn nirgends gefunden. Würdest du mir helfen, ihn zu suchen? Bitte? Natürlich. Vielen, vielen Dank. Ehrlich gesagt habe ich noch jemanden um Hilfe gebeten. Das war aber mehr eine Verzweiflungstat. Viel Hoffnung auf Erfolg hatte ich dabei nicht. Deshalb bin ich äußerst erleichtert, dass du da bist. Mein Sohn kann auch nicht weit weg sein. Würdest du in der Nähe der Stadt nach ihm suchen? Natürlich. Sherpa, gammelst du hier irgendwo? Hallo? Freddy! Sherpa, wo bist du? Ah, da ist Sherpa. Ich muss keine Angst haben. Gürka, wo bist du? Lass mich in Ruhe. Diese Stimme. So, ich bin auch jemand. Ich muss gerade übrigens nicht beschleunigen, dass er so ausrastet, der liebe Sherpa, ne? Ich muss etwas tun. Ihr! Lasst ihn in Frieden! Gib Sherpa. Ist doch schön, dich gekannt zu haben. Autsch!
Und die Date ist auf Sherpas Niederlage. Der arme Sherpa. Ich kann nichts machen. Bitte rette den Jungen. Ja, Mai, Sherpa, keine Sorge. Und wieder Kobold-Schinken. Hey, Mami! Armer adliger Sherpa. Vielen Dank für deine Hilfe. Mein Name ist Sherpa. Du bist das also. Prinzessin Sven war sehr besorgt um dich. Die Prinzessin hat sich Sorgen gemacht um mich? Wie schön. Ich verstehe schon, du stehst auf Sven. Moment. Wie wichtig ist jetzt doch, was war das nur für Monster? Du erzählst ihm, was passiert ist. Ja, du wurdest verprügelt. Da ist man einmal nicht auf der Höhe und schon passiert so viel Unheil. Aber wie du die erledigt hast. Unglaublich. Und ich konnte absolut gar nichts ausrichten. Das macht mich richtig wütend. Heißer Abgang, Sherpa. So, kriegen wir noch irgendwas von der Mutti dafür, dass wir den zurückgebracht haben? Ja? Nee, du bist kein Kobold. Hallo, ich will eine Belohnung. Nee, ich krieg nichts. Muss ein bisschen abnehmen, der Junge. Sherpa, geht es also gut, ja? Welche Erleichterung. Hier wird eine wohlverdiente Belohnung. 1000 Gold. Alter, ich liebe die Königsfamilie. Die überschütten mich mit Geld. Kind. Du musst Sherpa vergessen. Schließlich bist du mit Prinz Maxtream verlobt. Verstanden? Mord. Aber Papa. Entschuldige bitte, aber ich wäre jetzt gern allein. Wie der runtergucken muss. Der Verlobte der Prinzessin sollte auf dem Weg sein. Da du schon mal hier bist, würdest du ihn wohl zum Schloss geleiten? Jawohl. Da bin ich dir aber äußerst dankbar. Der Verlobte der Prinzessin stammt aus dem Königreich nebenan. Soweit ich informiert bin, wartet er an der Ödlandgrenze. Begibst du dich dorthin? Ich würde selber gehen, aber die Arbeit... Mom. Okay, ich verstehe schon. Du bist mit Futter beschäftigt, Dave. Dann gehen wir mal Maxtream abholen. Das ist schon wieder ein Goldploy. Die Ödlandgrenze. Ein neues Gebiet. Mal endlich. Los geht's. Für die Ebene mal ein bisschen genießen. Und Yannick hat mal wieder Hunger. Du isst ja nichts, was man dir vorschreibt. Bist ja ein richtiger Rebell. Weißt du, dieser Freund von Prinzessin Sven? Der ist nicht gerade ein Tausendsasser, oder? Kann schon sein. Aber er ist auch ein netter Kerl. Schon, ja. Aber egal, suchen wir weiter nach Prinz Maxtream. Sehe schon, ihr habt eine Seite hier schon eingenommen. In diesem Liebeskrieg. Heißt ja, die stehen beide auf Prinzessin Sven. Oh, mal was Neues. Nasenfels. Hilfe, die haben Nasen. Ich will jetzt einfach mal prüfen, was passiert, wenn ich den schönen Schlaf auf mich... ich kann ihn nicht auf mich selbst einsetzen. Okay. Frage geklärt. So, wir helfen mal wieder Dave. Er haut durch, macht keinen Schaden. Und die restlichen beiden machen den Schaden. Nice. Das war's wohl. Oh, die haben gut Erfahrung gegeben. Und ein Felsenschoki. Kann es sein, dass du ein neues Outfit hast? Oh, jemand hat mal bemerkt, dass wir was Neues tragen. Beziehungsweise, dass Yannick was Neues trägt. Ist echt schick. Ja, nicht schlecht. Das Kompliment kam gut an. Und da tanzen sie erstmal.
Bleib mal auf dem Teppich. Hat ihm das Kompliment eventuell doch nicht gefallen? Ich will nach da oben, weil da ist ein Goldbloing. Ich brauch Geld. Und Geld ist immer schön. Reiß dich zusammen, Yannick. Jetzt wird nicht gefuttert. Aber Dave hat die Unterstützung vom Pferderino. Oh, der hat alle geschlagen damit. Das war nice, Dave. So, Yannick will angeben und das hat er geschafft. Tadaki! Ja, der Kampf ging nicht besonders lang. Aber wenigstens was Neues gesehen. Und wieder Spiel Journey. Ja! Kast aus! Zu wem willst du wieder ins Zimmer, Akaya? Ich will in das Zimmer von Shining! Akaya sucht immer nach mir. Oh, und Yannick hat mal ein Event mit dem Pferd. Mir ist langweilig. Das ist der perfekte Zeitpunkt für einen neuen Look. Naja, ich weiß nicht, ob das Pferd wirklich darauf reagiert, Yannick. Tada! Um Gottes Willen, Yannick! Was hast du denn dabei gedacht? Das Pferd weiß auch nicht, was es sagen soll. Aber steht dir, Yannick? Ich werde gesucht. Hilfe. Unsere Feinde sollen bei, wenn sie unsere Muskeln sehen. Bringen wir dem Feind Frieden nach Mythopia. Training, hurra! Oh, ich und Akaya trainieren. Training hilft der Freundschaft immer. Wenn es jetzt noch schöner hätten, wir so Stats-Bonis bekommen. So, erstmal essen. Yannick, magst du Felsen-Schokis? Endlich, endlich haben wir was gefunden, das Yannick schmeckt. Hier, gönn dir. Alter, er ist voll der Abwehr- und Damage-King, ne? So, und da dir das so gut geschmeckt hat, kriegst du jetzt was, das dir nicht schmeckt. Bin ich nicht nett? So. Jelly-Becher für Akaya. Er findet ihn unglaublich lecker. Eine Geschenkuniform ist zu gewinnen. Und ich krieg sie tatsächlich auch. Ich muss aufhören, hier ständig A zu drücken. Akaya. Verändert sich da überhaupt? Ach so, ganz leicht ist da oben. Ja, hier in Orange. Ich hätte gern einen Sternzauberstab. Der sieht nice aus. Bitte kauf den auch. Ja! Ein Sternenzauberstab. Jetzt kann ich Sterne regnen. Den finde ich mega cool. So, und jetzt holen wir uns erstmal ein bisschen Gold, ne? Sogar zwei Goldbloings. Alter, wir kriegen hier 1000. Autschen. Akaya, Blick woanders hin. Vorsicht! Endlich hat mal auch einer darauf reagiert. So, Dave haut wieder einen weg. Ich mache Reitangriff. Ich trete dem auch einmal. Zack, oh, ich habe so Mehrfachangriff gemacht. Und wechseln die Goldbloings. Geld. Ich glaube, ich muss da richtig weit laufen, bis wir Mixstream finden. Erster Beistand, aufsatzeln. Vorwärts, Marsch. Ciao, Dave. Ah, okay, das beschleunigt nicht. Ich habe hier einmal kurz B gehalten. Ist einfach nur was Optisches. Obwohl, Dave rennt uns schon weit voraus. Wir sprinten standardmäßig. Yannick ist hingefallen. Wir sollen zu Hilfe kommen. Wir sollen zu Hilfe kommen, Chat. Der Chat hat entschieden. Dave hat davon nichts mitbekommen. Stattdessen kam Akaya. Dave wollte nicht helfen. Dankeschön. Yannick ist offenbar schon weg. Okay, mit dem Pferd doch, das geht richtig schnell. Da kann man durch die Ebene einmal düsen.
Gewitterwolken. Oh, Blitzwolken heißen die. So, Blitz auf Blitz. Das muss doch ordentlich Schaden machen, oder? Es geht. Yannick ist der, der es wegkriegt. Leute, reite voraus. Ich falle gleich. Ah, dieser Berg ist zu viel für mich. Meine Beine geben bald den Geist auf. Und du willst ein echter Held sein? Ich könnte ohne Probleme stundenlang weiterlaufen. Okay, ja, kannst du noch? Woher soll ich dich Huckepack nehmen? Oh ja, bitte, bitte, bitte. Oh, mich auch. Du hast doch gerade gesagt, du könntest noch stundenlang weiterlaufen. Dave will lieber getragen werden, als selber zu laufen. Ich habe jetzt gesehen, Dave wurde vom Sattel runtergeschmissen. Ich würde gerne meinen Level absehen. Oh, Felsenschokis. Janiks Lieblingsessen. Eine Kiste mit 200 Geld. Wir haben 3000. Nice. So, Yannick will ein Stahlschwert, das sieht richtig cool aus. Und eine Wolluniform für Arkaya. Unizin. Uniform. Und Arkaya hat eine AP-Banane gekauft. Bevor ich dir dein Schwert kaufe, gucke ich, ob es hier auch verfügbar ist. Ja, ist es und ich spiele einmal. Ein Komfortticket für mich. Ich hätte auch Yannick geben können für Geld. Es war so spitze. Jetzt sind wir gute Freunde. So. Noch einmal ich wieder Stahlschwert. Dann kann ich nämlich eins skippen. Ja, eine AP-Banane. Komm, ja, ich hab's bekommen. Und zwar ganz, ganz knapp. Warum will ich die Sachen immer erst mir geben? So, hier, hast du ein Edge-Schwert. Yannick ist einfach ein Genießer. Der will nur ein ganz bestimmtes Futter essen. Alles andere weg. Ganz besonders Kobaltschinken. Das wird aus dem Fenster geworfen. So, da drüben wäre jetzt direkt der Prinz. Ich will jetzt aber nicht mehr so lange machen. Deswegen mache ich jetzt doch noch hier die letzten Ebenen eben kurz. Damit wir die schon mal abgeschlossen haben. Weil da kann ja auch ein bisschen was passieren. Du denkst zu viel nach. Nice, Mäusesnack. Hm, Käse. Und ich muss gleich einmal unten noch langlaufen. So, Yannick und das Pferd haben ein Event. Bist du müde, Epona? Ich auch. Oh, die kuscheln. Epona, du bist so ein braves Pferd und so schön warm. Wann hab ich mich da reingeschlichen? Ich wollte wohl auch. Wann ist das denn passiert? Schleich mich einfach rein und will mit dem Pferd kuscheln. Janik, du kriegst keine Privatsphäre. Es wird aber keiner was gekauft haben. So, Mäusesnack, wer mag das denn? Mag Dave das? Er ist zumindest hochzufrieden. So, unser Gourmet-Koch. Ihm schmeckt es zumindest. Level up für Dave. Ausweichklünstler gelernt. Weiche einigen gegnerischen Angriffen aus. Automatisch. Ich habe meine Flasche umgeschmissen. Oh, Banshee-Tränen. Also die guten. So, ja, nee, reite voraus, damit ich hier schneller durchkomme. Ich brauche Gold. Ja, da sagst du was, Shining. Wir brauchen wirklich Gold. Etwas zu futtern wäre nicht schlecht. So, und damit haben wir jeden Weg hier einmal abgegrast. Super. Jetzt müssen wir noch in der Wüste. Wohin will Yannick? Immer in mein Zimmer. Und mein nächster Trick? Ich werde jetzt Dave imitieren. Was?
Bin ich ehrlich? Fast wie echt. Hat da jemand meinen Namen gesagt? Oh Gott, Dave, wie du durchs Fenster guckst. So, jetzt will ich mal kurz gucken. Okay, Dave hat eine 5er Freundschaft mit dem Pferd, wir haben alle eine 4er und Akai hat noch gar keine Freundschaft mit dem Pferd, also darf er jetzt mal zum Pferd. Und Akai will endlich die Wolluniform, zweiter Versuch. Er hat sie gekauft! Ja! Geht doch. Ich glaube, wenn Schwarz nicht verfügbar ist, gebe ich ihm Lila. Dave für die Seidenkluft. Die sieht gut aus. Aber ich mache aus uns allen gleich eh die Wollgang. So, die blaue Kluft. Eine Seidenrobe, die sieht richtig nice aus. Okay, danke für die Info. In blau. Und jetzt habe ich wieder kein Geld mehr. Let's go, wir haben bald Level 10 erreicht, Leute. So, Leute, jetzt fehlen nur noch hier ein paar Ebenen. Hier einmal nach unten zum Beispiel. Ich will auch die Kiste da haben. Attacke! Attacke! Sandwiches. Ja, wir merken, dass du hellwach bist. Schleimjelly. Daves Leibspeise. Gute Bekannte. Krankenbesuch. Super. Gold ausgeben. Eisenrüstung kann ich mir nicht leisten. Na, Kaya, hast du eine Karotte für das Pferdchen? Zwei Freundschaftsstufen, das Pferd hat wohl richtig diese Karotte genossen. Reiten und Aussatteln gelernt. Sandwiches, lecker. Ja, auch für dich ein Sandwich, Yannick. Okay, hier haben wir wenigstens die Ebenen dann schon mal abgeschlossen. Ich will zumindest, dass wir beim nächsten Mal direkt bei dem Prinzen starten können. Deswegen mache ich jetzt eben kurz die Ebene hier. Yannick reitet das Pferd, das heißt, wir kommen schnell durch. Wo könnte Prinz Maxtreme bloß stecken? Die Luft hier oben ist so unerträglich dünn. Können wir nicht einfach umkehren? Klar, überlassen wir den Prinzen seinem Schicksal. Was? Na gut, ich halte noch ein bisschen durch. Das ist die richtige Einstellung. Ja, ich muss Dave, Yannick auch immer motivieren. Ich hinterfrage jetzt mal nicht, warum der Sound jetzt auf meiner Lautsprecherbox ist. Habe ich den Sound halt ein bisschen neben mir. Ich denke mal, das ist ein Wink mit dem Soundfall, dass wir nach der Ebene hier mal Schluss machen. Wenn jetzt am Ende hier nochmal alles abschmiert. Okay, ich muss den Sound neben mir haben gerade. Ich weiß nicht, warum der das jetzt umgepackt hat. Wir werden ab für Shining. Explosion gelernt. Löse eine Explosion aus, die all deine Gegner rüstet. Oh Gott, jetzt dreckig. Level für Akaya. Und wieder Fighter Honig. Ich liebe Fighter Honig. Und Spielscheine. Ja, ich darf wieder zocken gehen. Oh, mein Rücken. Ist schön, dass du mir spoilerst, dass Explosion OP ist. Level up, Yannick. Ich würde Explosionen gern erst einmal sehen, bevor ihr irgendwas dazu sagt. Oh, der Reisegummi hat mir Ausflugsticket geschickt. 200 Leute gerettet. AP-Streuer vergrößert, MP-Streuer vergrößert. Ich habe die bisher nie wirklich nutzen müssen. Ich will noch kurz gucken, was die gekauft haben wollen, bevor ich hier Schluss mache. Außerdem haben die beiden wieder ein Event.
Aber das kennen wir schon. Ach, diesmal durfte ich aussuchen. Okay. So, und wollt ihr irgendwas gekauft haben? Nö. Na gut, dann gönne ich mir noch eben schnell den Fighter-Honig. Und würde dann mal sagen, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Nice, dass sich der Hintergrund sogar anpasst. Ja, Leute. War doch wieder ein schöner Stream zu Metopia, beziehungsweise ein neuer Part. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir bei YouTube ein Abo und ein Like da lassen, auf Twitch ein Follow. Ich weiß halt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob ich es auf YouTube hochlade, aber es könnte sein. Und wir sehen uns dann jetzt hier beim nächsten Mal wieder, ne? Tschüss!